Hallo, hier ist der Alex. Im Prinzip jeder Aktienanleger kennt diese Situation. Man kauft eine Aktie. Aber sie steigt nicht, sondern sie fällt in mehr oder weniger langsamen Schritten immer weiter. Ein kluger Anleger zieht hier die Reißleine, bevor die Verluste zu groß werden. Viele Anleger schaffen es aber nicht, sich zu einem Verkauf durchzuringen. Sie können sich nicht von der Aktie trennen und hoffen, dass der Wert sich wiederholen wird. Aber der Kurs sinkt immer weiter. Mein Rat: Steigt rechtzeitig aus, bevor die Verluste immer größer werden. Denn ab und zu auch mal Verluste zu realisieren, gehört zum Börsenleben dazu. Das ist ganz normal. Je früher man das akzeptiert, desto besser. Keiner liegt immer oder fast immer richtig, auch Anlegerprofis nicht. Das Setzen von Stoppkursen ist zum Beispiel ein gutes Hilfsmittel, um automatisch auszusteigen, bevor die Verluste überhand nehmen. Mehr Infos zur Verwendung von Stoppkursen sind auf meiner Webseite zu finden. Klickt dazu einfach auf den Link unter dem Video. Ich freue mich auf euren Besuch. Ansonsten bis zum nächsten Video, euer Alex.